Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu SpongeBob Schwammkopf, Schlacht um Bikini Bottom. Beim letzten Mal haben wir Downtown Bikini Bottom abgeschlossen und jetzt geht es in den Poseidon. Also ich glaube dort, wo König Neptun unterwegs ist, kann das sein? War das nicht der Poseidon? Oder ist es einfach nur der Ort gewesen, wo... Ja. I have brought you two here to face a great challenge. I've got nerves of steel and muscles of sand. And eyes of jelly. My Poseidon has been breached by a mighty foe whom you must vanquish. Bring it on, your highness. Bring it on. Oh, yes. Defending the Poseidon, a small square guy. Yay, was auch immer. Oh! It's a giraffe. Eine Giraffe? Okay, dann ist der Poseidon wohl kein großes Level wie zum Beispiel Downtown Bikini Bottom oder sonst was. Autsch. Aha. Sondern es ist eine Kampfarena. Und nicht mehr und nicht weniger. Hallo. Wie kann man dich angreifen? Sag mal an. Ich denke, wir werden das hier öfter spielen müssen, weil ich gerade keine Ahnung habe, wie man das hier machen soll. Komm. Ich glaube, wir müssen sie angreifen lassen und dann aus ihrem Angriff profitieren. War das das? Hat das gebracht? Ja, oder? Ich glaube, sie hat einen Balken verloren. Okay, Sandy, Cheeks, Roboter, Gedöns. Weg. Oh, oh. Scheiße. Ich glaube, man kann nur aus einem Angriff von ihr profitieren. Oder von dem Roboter. Es ist ja nicht Sandy. Ich habe keine Ahnung. Wie habe ich das gerade eben gemacht? Ich finde den Boss gerade relativ behindert. Und einige von euch haben auch in die Kommentare geschrieben, dass ich das Spiel nicht so mag. Ich sag mal so, es gibt Spiele, die altern gut und es gibt Spiele, die altern nicht so toll. Ich glaube, früher hat das Spiel bestimmt mehr Spaß gemacht oder mir hätte das Spiel früher bestimmt mehr Spaß gemacht als heutzutage, wisst ihr? Okay, dann komm, komm, spring! Ja, ich glaube, wir müssen echt diesen Angriff, den Angriff machen lassen und dann wäre es das auch schon. Oh, eine neue Phase. Sag mal an. Ja, Patrick, los jetzt! Jetzt ist Patrick dran. Wie viele Unterhosen haben wir? Oh, die werden nicht übernommen. Oder die werden übernommen. Ich dachte irgendwie, die Unterhosen, weiß ich nicht, werden zurückgesetzt. Werden sie aber nicht. Beziehungsweise doch, werden sie. Ach du Scheiße, ach du Scheiße! Wie soll man da denn ausweichen? Alter! Aber ich glaube, es stellen sich hier nach jeder Phase neue Unterhosen auf. Kann das sein? Dann nehme ich sie doch gerne mit. Und ciao! Müssen wir den jetzt schlagen anscheinend, oder? Komm, schlagen wir den mal. Ach so, okay. Hätten wir. Sandy, hier! Bitteschön! Hä? Wie? Okay, ich weiß es. Das war gerade relativ dumm, muss ich sagen. Das war so behindert. Oh Gott. Okay. Ah, okay, ich weiß es. Jetzt weiß ich, warum wir Schaden gefressen haben. Da war eine Feder und der hätten wir ausweichen sollen. Was ich nicht gemacht habe. So, Bambina, komm her. Wir müssen den Kopf nehmen und den wohl in die Elektronik da schleudern. Das glaube ich jedenfalls. Ja. Und irgendeine übernatürliche Kraft sorgt dafür, dass der Helm wieder auf den Sandy-Roboter zurückgeht. Geil, ne? Ist sehr, sehr knackig. Gut. Ausweichen. Und jetzt bitte werf deinen Kopf ab. Los! Oder beziehungsweise, das machen wir ja, ne? Stimmt, das machen wir ja. Also, ich kann euch raten, bleibt hier auf jeden Fall immer in Bewegung. Weil sonst kann es sein, dass Sandy euch zu nahe kommt und dann kriegt ihr auf die Fresse. So, jetzt kommen wir bloß nicht hinterher, ansonsten gibt es Klatsche. Guck mal das Bild da hinten. SpongeBob ist ein echter Mann. Yes, man.
Ja, wir sind jetzt hier in Poseidon. Kann man unschwer erkennen. Und, König Neptun meinte, wir sollen hier kämpfen. Können wir gerne machen. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh, war das knapp. Das war sehr, sehr knapp, muss ich sagen. Wow. Oh. Ich habe immer so Angst, dass dieser Staub, der da umherkommt, ne? Dieser braune Staub. Ich denke irgendwie, dass wenn wir uns von dem berühren lassen, dass wir dann irgendwie Schaden bekommen. Ich glaube, es ist auch so. Keine Ahnung. Ich will es jetzt auch nicht rausfinden. So, letzte Phase vielleicht? Ja. Was denn? Okay, jetzt noch mehr aufpassen. Ah, nach jeder Runde resetten sich die Unterhosen. Das ist richtig cool. So, jetzt bin ich... Ach du Scheiße! Wie soll man denn da ausweichen? Jetzt sind sogar zwei Federn. Okay, alles klar. So, komm, komm, komm. Der hier? Wie? Was? Hä? Ach so, ach so, ach so, ach so. Ach so. Ach so, okay. Oh, ich dachte so, sollen wir ihr vielleicht einen fetten Arschklatscher geben? Aber nein. Wir sollen den Helm anrempeln. Ja gut, das wusste ich ja nicht. So, jetzt aufgepasst, weil ich weiß echt nicht, wie man da ausweichen soll. Wie soll das denn gehen? Klar, in der Mitte ist was frei, aber ich denke mir, davon wirst du sowieso getroffen. Du kannst da nicht ausweichen. Bist du dumm, Kai? Das geht. Hallo. So, muss aber sagen, die Phase ist hier... Hallo. Sehr einfach. Bis auf die Sache, dass wir Schaden bekommen, läuft's eigentlich. Hier einfach ausweichen, das ist eigentlich voll easy. Jetzt rennt ihr hinten hin und macht den Wrestler-Trick. 3000. Seht ihr, ich kann da nichts machen. Ich werde getroffen. Aber Kai, das ist doch voll einfach. Du musst diese und diese Tastenkombination machen. Ah, okay. Ich kann mir vorstellen, man muss diesen Seifenblasensprung machen. Aber da ich keinen Bock habe, das rauszufinden, besiegen wir sie jetzt und dann wäre es das gewesen. Komm schon. Komm schon. Also quasi, wir müssen quasi diese Attacke hier... Hallo? Hallo? Willst du mich jetzt, willst du mich eigentlich verarschen? Alter. Wir müssen quasi... Bei diesen Federn kann ich mir vorstellen, diese... ja, Sprungattacke machen, die ich gerade eben auch gemacht habe. Habt ihr die Augen von SpongeBob gesehen? Oh, thank you. It all means so much. I promised myself I wouldn't cry. Oh, SpongeBob. Okay. Goldener Pfannenwender haben wir dafür bekommen. Sehr, sehr schön. Jetzt frage ich mich aber, wo sollen wir jetzt hin? Hey, Plankton. Yes, what is it? I was just wondering why all the robots seem to be coming from inside the chum bucket. Have they? I really haven't noticed. yeah. And then there's that big flashing neon sign that says, Robot Headquarters. SpongeBob, I'm your friend, right? No, not really. Exactly, and as your non-friend, I worry about you. Like right now, you're thinking too much. I'm worried you might really hurt yourself. Tell you what I'm gonna do. I'm gonna think for you. This way, you won't hurt yourself. And you can just keep working on getting me into the chum bucket. Thanks, Plankton. You're the best non-friend a friend could have. No more thinking for me. Okay. So, ich habe mich ja gerade eben gefragt, Poseidon und all die Scheiße, wie soll es jetzt weitergehen? Weil, ganz einfach gesagt, meine lieben Freunde, kenne ich Jens, ich dachte echt, es gibt nur diese Welt. Man ist hier auf diese Welt beschränkt. Ich dachte erstmal, okay, auch wenn dann die Kuppel von Sandy ist, die war vorher noch nicht da, oder? Genauso wie das da. Ich glaube, das war vorher noch alles gar nicht da. Ich dachte halt echt kurz für einen Moment, dass wir nur den Poseidon machen können. Wenn wir jetzt hier lang gehen. Und dass wir danach hier zurückgesetzt werden. Und das wär's dann. Aber nein. Schwammball? Wofür auch immer der hier ist.
Aber ich dachte echt, okay, es gibt die Jellyfish-Fields, dann gibt es noch die Stadt. Dann wär's das. Aber nein, es geht hier noch weiter. Es ist auch relativ knackig. Und deswegen würde ich sagen, ohne groß rumzulabern, machen wir auch direkt weiter. Gehen da hoch. Ich würde auch sagen, wir gehen direkt zu Sandy. In das wunderschöne Haus. Von Sandy. Ja gut, Alter. Sehr schön. Dann ist die Welt ja doch größer als gedacht. Da brauchen wir 30 goldene Spatulas für. Da schon 40. Da 25. Wir haben insgesamt 27. Press this button and you'll bowl a bubble that can knock down robots from a safe distance. Wow! Remember though, the bubble bowl only works on things that are close to the ground. Got it. Die Seifenblasenkugel. Probieren wir sie mal aus. Cool. Ja, hier in diesem Spiel ist es wirklich eine Seifenblase und im Spiel zum Film ist es halt eine wirkliche Bowlingkugel. So, das ist die Frage. Kann ich euch jetzt von hier angreifen? Geht das? Schwer zu sagen. Gut, ich weiß gerade nicht genau, wie viele goldene Spatulas man gebraucht hat, um hier durchzukommen. Ich glaube, es waren 20 oder 25, kann das sein? Wenn es 25 sind, dann ist es echt dreist, weil man hat ja, glaube ich, 26 oder so und knackig. Come back with the Cruise Bubble. Das ist aber nicht die Cruise Bubble, oder? Das ist der Bubble Bowl. Kann das sein? Rock Bottom. Freue ich mich drauf. So, wie gesagt, wir gehen aber erstmal zu Sandy, ja. Dürfen wir? Ja! Sandys Kuppel, da gehen wir jetzt rein und fragen sie nach Rat, ja. Ach du, das ist ja cool. Das ist ja cool. Wir sind quasi verrecken, das SpongeBob, weil hier kein Wasser ist. Und haben eine begrenzte Zeit, hier alles freizuräumen. Das ist ja cool. Das ist ja cool, Alter. Richtig cool. Ich habe ja bis eben gesagt, ja, das Spiel ist nicht so gut gealtert. Das mag auf die meisten Sachen stimmen, aber was ich trotzdem an diesem Spiel feiere, ist der Humor. Der ist gut getroffen, muss ich sagen. Alter, wie viele einen verfolgen hier? Ist doch nicht normal. Was wollt ihr von mir? Aber ich glaube, die Aufgabe hier ist trotzdem sehr, sehr easy. Wir hätten es jetzt auch, glaube ich, schon. Kann das sein? Ah, noch nicht ganz. Da ist noch einer. Aber ich glaube, das wäre es gewesen. Mit ihm. Mit ihm. Und den beiden Dingern. Dann müsste es gewesen sein. Ja. Guck an. Ach so. Und jetzt kann ich wieder haten. Ich habe es bis eben gefeiert, jetzt kann ich haten. SpongeBob trocknet immer mehr aus, kann aber unbegrenzte Zeit hier rumlaufen. Macht Sinn, ne? Eben hatte er noch die Zeitanzeige gehabt, aber jetzt kann auf einmal auf randomische Art und Weise hier rumlaufen. Ohne dass es ihn irgendwie wehtut oder sonst was, oder ohne dass er austrocknet. Das macht schon eine Menge Sinn, muss ich sagen, aber okay. Ja, ja. Was ich aber trotzdem sagen muss, mir gefällt der Skin von SpongeBob. Noch eine Logiklücke. Wenn Sandy hier quasi die Kuppel sauber halten muss, oder trocken halten muss, besser gesagt, wie kann es dann sein, dass sie dann manchmal SpongeBob hilft? Warum schlägst du mich? Bist du behindert? Das macht sie nur, wenn wir vor ihr stehen. Kann das sein? Ja? Ey, das ist ja cool. Das feiere ich. Können wir hier reingehen? Können wir nicht. Das ist schade. Ich wäre gerne in Sandys Haus gewesen. In Sandys Treehouse. Ja. Naja gut, haben uns diese wunderbare Challenge auch vorgeknöpft. Richtig cool, muss ich sagen. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und jetzt würde ich sagen, wollen wir hier reingehen? Ja! Das Altersheim, in welchem Meerjungfrau Mann und Blaubeerspur wohnen und noch die ganzen anderen unnötigen Nebencharaktere oder Nebenaltensäcke. Mermaid Man and Barnacle Boy, my heroes.
Hit me with a water ball. Hit me. Eh, we don't do that stuff anymore, kid. We're retired. Is that the TV repairman? Oh, it's that excited sponge kid again. Oh, are you sure he can't fix the TV? Mermaid Man, 'twould be my greatest honor to fix your television. Could be. Hey, sponge kid, you really want to help out? Oh boy, would I? Okay then, but lighten up a bit on the enthusiasm, huh? You're making my bowels act up. We've got a little problem with some robots down in the Mermalair. Are you sure you're up to this task? Absolutely, Barnacle Boy. Well, go over to the couch to access the Mermalair. We'll meet you down there. Is it pudding night yet? Ich glaube, wir werden gleich in die Heldenhöhle gebracht. Kann das sein? Wegen Mörmel irgendwas? Ich habe gerade keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber ich glaube, es ist die Heldenhöhle. Bikini Bottom News Update. We're getting unconfirmed reports that the robot menace is emanating from the chum bucket. The proprietor, Plankton, has released the following statement. Hear me now! I'll crush you all beneath my... And now back to your regular programming. Retirement home girls gone wild. Aha. Hallo, Meerjungfrau Mann. Echt cool. Hat keiner gesehen, Meerjungfrau Mann. Hat keiner gesehen. Quatsch. Außer der alte Typ im Rollator, aber bring ihn um. Okay. Ja, meine lieben Freunde, kann ich jetzt die Heldenhöhle. Die wunderbare Heldenhöhle. Ich guck nur kurz nach, ob da oben nicht noch was war. Weil ich habe da gerade relativ spontan auf R gedrückt, weil ich halt mit ihm reden wollte, aber ich wusste jetzt nicht, dass er uns gewährt zur Heldenhöhle gibt. Ne? Kann man dich auch irgendwie schlagen? Ja, geht. Oh Gott, Alter. Warum wollen die alle, dass wir ihre Füße massieren? Was geht? Seid doch bitte nicht so ekelhaft. Meine Güte. So, gut. Die Heldenhöhle, meine lieben Freunde, kenne ich jetzt. Die Höhle, in der Meerjungfrau Mann und Blauberschrube ihre, ja, tiefsten Geheimnisse, festhalten und von hier aus ihre ganzen Aktionen gemacht haben. Früher jedenfalls. Sind ja jetzt, wie wir gehört haben, in Ruhestand. Böses! Mermaid Man and Barnacle Boy. Ja, ich hab euch oben schon gesehen. You shouldn't sneak up on Mermaid Man like that. His heart's not so good. Come to think of it, nothing on him is that good anymore. Sorry, Mermaid Man. It's just that I'm always so excited to see you two. Standing in your awesome presence gives me the chills of justice. See? I've got goosebumps on my... All right, kid. Knock it off. Just tell us what you want. Well, I really want a new pair of sunglasses. Patrick sat on my old ones. No. That's not what I meant. Actually, it's a good thing you showed up, young sponge of goodness. It is? It is? Yeah. A bunch of evil robots have taken over the Mermalair security system. It's up to you to shut it down and stop them! Well, why him? We're perfectly capable superheroes. Because it's Thursday and we have a whole bunch of doctor's appointments. Ah, fish sticks. I forgot. Go talk to the Mermalair computer in the next room. She'll tell you what to do. I accept this awesome responsibility, Mermaid Man. You won't be disappointed. Shamed, maybe, but not disappointed. To the doctor's office! Away! Hinfort! Okay, meine lieben Freunde und Kinderchens, es ist folgendermaßen. Die Roboter haben hier natürlich Einzug gefunden und kontrollieren jetzt gerade so ein bisschen die Heldenhöhle. Und die, meine lieben Freunde und Kinderchen, sollen wir wieder soweit auf Vordermann bringen.
Und das ist auch eine knackige Sache, was wir jetzt vor uns haben. Und das ist, ja. Das sind die Discoflächen. Wenn die rot werden, kriegen wir Schaden. Das heißt, auf der gelben können wir stehen, kein Problem. Aber so kriegen wir Schaden. As you can see, ne? Knackige Sache. Das sind Power-Generatoren. Gut, sollen wir nicht anfassen, werde ich nicht machen. Und oh, schau mal hier. Der geheime Geheimraum. Falscher Knopf. So, mit der Seifenblasenkugel können wir nämlich eigentlich ganz einfach ihn zerstören. So ist das. Jetzt die Frage, ist da oben was drauf? Irgendwas Wichtiges? Was? Habe ich irgendwas... Habe ich was Gutes gemacht? Anscheinend, sonst würde dieses Signal nicht ertönen. Komisch. Okay, Leute, ich würde sagen, im nächsten Part werden wir hier weiter unsere Runden drehen und werden die Roboter natürlich hier aus der Heldenhöhle vertreiben. Aber ich würde sagen, mit zwei Unterhosen traue ich mich nicht da hoch. Wir legen eine kleine Pause ein. Von daher gesehen, haut rein. Ciao.